Wow. Das war mal ein Sturz. Leck mich am Arsch. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Evil Within. Oha. Das ist mal eine Ruine. Wir sind zwar raus aus den Tunneln, aus den Katakomben, dem klaustrophobischen Inneren des Kellers der Klinik, aber ich weiß nicht, ob das hier jetzt so viel besser ist. Wir werden sehen. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Oha. Okay, diese Stadt ist mal richtig zerstört. Aber das Karussell funktioniert noch. Boah, keine Ahnung, ob es nur diese Stadt betroffen hat oder die Welt. Kann uns auch völlig egal sein, denn wir sind hier. Wir müssen uns hier durchschlagen. Wow. Hier steht alles auf wackeligen Füßen. Besser gesagt auf wackeligen Säulen. Boah, ist das krass. Wie spektakulär. White Fuck. Scheiße, nochmal. Boah. Okay, schnell rein hier. Hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wobei, der Schein trügt. Wenn das Gebäude einstürzt, dann bin ich mittendrin. Uah. Ah, wieder schön gemacht. Wie die Sonnenstrahlen durch die Löcher der Ruinen dringen und den tanzenden Staub in der Luft erhellen. Very nice. Oh, ein Koffer. Bin gespannt, was sich im Koffer befindet. Erstmal alles andere sammeln. Und als letztes jetzt den Goodie-Koffer. Oha! What's that? Magnum. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Scheißegal. Eine Magnum.
Okay, damit. Sehr schön, sehr schön. Verdammter Stuhl! Die werden wir sicher früher oder später noch gebrauchen können. Aber weil die... Oh! Wer war das? Ein Feind? Mit ziemlicher Sicherheit. Krass, hier geht wirklich alles zu Klump. Okay, schon sind wir wieder draußen. Dieser Typ scheint weg zu sein. Wahrscheinlich hat sie ihn erschlagen. Gut für uns. Scheiße. Diese Häuserfront ist auf uns zugekommen. Spinnst du? Okay, jetzt nicht bewegen, liebes Häuschen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Sonst ich quatsch, quatsch. Ach, geschafft, gut. Puh. Da habe ich mich gerade gar nicht wohl gefühlt in dieser engen Spalte. Wow, 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 wow. Ein Feuerbeinig. Schuss ins Knie und brenne. Na gut. Ich bin lieber mal ein paar Schritte abseits gegangen, weil ich nicht wusste, ob dieser Sauerstofftank auf seinem Rücken explodiert. Und tschüss. Keine Ahnung, ob der mir hätte gefährlich werden können, aber ich will es nicht rausfinden. Immer auf Nummer sicher gehen. Nicht, nicht, nicht. Den holen wir uns gleich. Der stand vorteilhaft. Gut für uns. Oh, da ist noch einer. Das ist meine Deckung. Oh, kriegen wir den auch noch? Nein, er dreht sich um. Dann eben so. Oh, da hinten frisst sich einer satt. Okay, gut zu wissen. Das heißt, ich habe noch zwei gezählt. Hier? Ja, genau. Beim Stapler. Der läuft ja. Na, den kriegen wir doch so, oder? Mit dem Messer. Sparen wir uns die Munition. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle. Dreh dich um. Jawohl. Und hab. Und zack. Und weg. Very nice. Okay, jetzt der hier. Oh oh. Ja, gut. Ich dachte schon, er dreht sich im letzten Moment um. Aber wir waren schneller. Oh, zweimal Seelenenergie. Da lacht das Herz. Oder die Seele. Und gleich nochmal. Ja, yay, Schweineböcke. Ist das Granate? Bin ich voll okay. Alles mitnehmen. Ah, Muni, Muni, Muni. Pumpgun. Jawohl, die Flinte ist voll. Oh fuck. Drei, die sind flink unterwegs. Oi, oi, oi.
Nein! Geh weg! Du miese Drecksau! Verdammt, jetzt hat er mich noch erwischt. Okay, ich muss mich ein bisschen regenerieren. Puh. Jetzt hat er mich bald zerbissen und auch noch verbrannt. Mit seinem letzten Atemzug hat er sich noch auf mich gestürzt. Dieser kleine Miese. Naja. Okay, überlebt. Uns geht's so weit ganz gut. Sniper, schön, gleich mal nachladen. Und was haben wir denn da? Altmodischer Schlüssel. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Oh. Fuck, fuck, fuck. Ha, nimm das. Ich war schneller, Freundchen. Blenden. Komm, komm, Nummer 3. Jawollo. Ist nicht. Mit deinem Betonhammer. Boah, noch mehr. Was geht hier ab, Freunde? Das ist doch nur ein altmodischer Schlüssel gewesen. Noch mehr? Na? Nee, scheint's gewesen zu sein. Okay. Dann mal alles einsammeln. Na, ich will hier nichts übersehen. Alles ist wichtig, aber nope. Da haben wir alles. Very nice. Okay, auf zum Tor. Oh. Hab ich noch Sniper Moon? Einen. Ein Schuss, der muss sitzen. Ha! Munition alle? Okay. Hat das gereicht? Schnell hin, verbrennen. Ah, okay, nee. Er verliert schon seine Seelensubstanz. Das hat wohl gereicht. Aha. Die Sniper ist durchschlagskräftig. Zwei Kugeln mit der normalen Pistole und Zakikowski. Da die Sniper leer ist, nehme ich jetzt mal lieber die Granaten stattdessen. Da ist ja schon wieder einer. Mit einem Betonhammer. 2, 3. Was ist denn los hier? Die wollen mich unbedingt am Weiterkommen hindern. Jetzt. Und los. Ich liebe diese Blendbolzen, ich liebe sie. Gegen eine große Gruppe höchst effektiv. Höchst effektiv und munitionssparend. Ja, ich glaube, das ist eine wirklich hervorragende Methode, die ich da rausgefunden habe. Und zu meinem Spielstil passt. Okay, jetzt sind wir raus.
aus diesem Baustellenhof, oder was das gewesen sein soll. Chainsaw 3D. Oha. Also, den Film würde ich mir ansehen. Wenn es ihn gäbe. Oder gibt es ihn? Vielleicht war das ja so eine Art Easter Egg. Vielleicht gibt es auch das Spiel, keine Ahnung. Mal googeln. Wenn einer von euch Bescheid weiß, ob es das tatsächlich gibt, in Form eines Films, einer Serie oder eines Spiels, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. White Fog ist auch so ein Plakat, das wir gesehen haben. Vielleicht sind das ja so kleine Easter Eggs. Eine Verwüstung hier. Sieht aus, als hätte eine Atombombe eingeschlagen. Noch schlimmer sogar. Eine Atombombe würde keine Erdverschiebungen auslösen. Das sieht aus. Scheiße, bin ich erschrocken. Eieieiei. Bin ich hier? Was ist das hier? Schnell raus hier. Oh, eine Statue. Statuette. Ich kann sie nicht zerdeppern. Okay, dann nehme ich sie mit. Komm, komm. Komm, ein seichtes Gewässer. Weg da. Ja, jetzt. Haha. Very nice. Scheiße. Ekelerregend. Oh. Okay. Das ist schlimm. Ich muss scheinbar durchs Wasser. Vielleicht kann ich ihn damit füttern? Schnell dran vorbei. Und Platz, Platz. Ja, es klappt. Coolio. Ja, dachte ich mir doch, irgendeinen Grund müssen doch die Leichen haben, die da überall rumhängen. Okay, okay, okay. Die erste wurde geschafft. Au! Der hat nach mir geschnappt. Spinnst du? Schnell, schnell, schnell. Was ist das? Ich dachte, ich könnte mich auf dem Autowrack kurz ausruhen und neu orientieren, aber nein, ist nicht, ist nicht. Sagt der mutierte Riesenfisch. Okay. Hoffentlich reicht der Köder aus. Schwimm schneller, mach schon. Nicht umsehen, nicht umsehen. Oh Gott, dauert das lange. Hoffentlich schaffe ich es noch. Ich habe echt dran gezweifelt. Ich dachte schon, er knabbert mir die Füße weg. Okay, durchatmen. Weiter. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Oh ja, das glaube ich dir, Sebastian Castellanos. Das glaube ich dir. Würde mir genauso gehen. Ah, 22. Das ist doch nicht schlecht.
gefällt mir gar nicht. Wenn wir da runtergehen, kommen wir nicht wieder hoch. Wie eine Arena kommt mir das vor. Oh, kann ich da rein? Schade. Ja gut, okay. Ist auch ein bisschen im Boden versunken. Ich hätte die Tür überhaupt nicht aufgekriegt. Schon alles richtig so. Wenn das nicht der Einfluss von Rubik ist. Das muss Rubik sein. Denn. Wo ist er? Wo ist diese miese linke Bazille? Okay, fuck. Uah. Der Boden, er greift nach mir. Oh. Ich schätze mal, wenn ich das Ding erwischt, bin ich One-Shot-Dead. Aus dem Weg. Schnell. Und weg. Ja, es kommt wieder. Lauf. Ich wiederhole dich. So, jetzt zu dir. Immer du bist. Ja, geschafft. Eine billige Kopie? Ah, eine Kopie von Rubik. Er hatte wohl Besseres zu tun in dem Moment. Naja, gut für uns. Billige Kopie war wirklich billig. Weil die haben wir gleich klein gekriegt. Oh, noch ein Köfferchen. Was ist da drin? Super Mank Moon. Her damit, jawollo. Ja, das lief doch gut. Nicht. So weit hinten habe ich, denke ich, schon alles abgesucht. White Fog. Sieht auch wieder nach einem echt interessanten Plakat auf jeden Fall aus. Ich würde echt interessieren, ob da was Wahres dahinter steckt. Sehr schön. Gleich mal eine reinjagen. Oh, das tut gut. Ja, fuck. Schon wieder abgeschnitten. Uah. Sein. Ja, das ist das dreckig hier. Das kam plötzlich auf jeden Fall, dass wir in den Spiegel gesogen wurden. Ist das sein Werk? Ja, mit Sicherheit ist das sein Werk. Wessen denn sonst? Es gibt ja nur den einen Ehrenspinner. Oh, wow. Ist er wirklich dreckig hier? Was ist denn hier passiert?
Detective? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Ja. Keine Ahnung, Lady. Ich will es nicht rausfinden. Hauptsache, es geht dir gut. Okay, wir haben einen Schlüssel. Ist hier drinnen mal wieder was Neues? Nein. Okay. Wollen wir mal was öffnen? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das da. Ah, verdammt, da bin ich schon voll. Naja. Die verkommen ja nicht, können wir uns nächstes Mal mitnehmen. Falls wir da welche verbrauchen sollten. Ich darf es nur nicht vergessen und mir vorher wieder meine Ressourcen verschwenden, um welche zu bauen, denn da liegen sie. Hoffentlich denke ich dran. Aber so 5000 Seelenenergie wäre jetzt schon nice gewesen. Naja, kann ja nicht immer. Nicht? Okay, maximale Sprintdauer. Ja, nehmen wir. Denn ich muss immer mehr in Bewegung bleiben, immer mehr. Stillstand heißt sterben, teilweise. Die Magnum, die hat bestimmt schon ordentlich Power. Ja, sieht man auch. 8000 für die erste Erweiterung. Jetzt wieder die Qual der Wahl. Ja, Blendbolzen reicht mir eigentlich von der Zeit her. Finde ich ganz nice. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich denke auch für größere Gegner sollte ich mich allmählich wappnen. Da sind Blendbolzen natürlich ungeeignet. Nur für kleinere Gegner und Massen davon. Und dafür sind die Blendbolzen schon mehr als ausreichend. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich habe eine Idee. Genau diesen da. Die Schrotflinte ist nämlich eh schon ziemlich gut hochgepusht. Und bevor wir uns mit einer Magnum befassen, nehmen wir noch diesen Schadensmultiplikator von der Pumpe mit. Denn die brauchen wir in letzter Zeit häufiger. Very nice. Und dabei belassen wir es mal. Den Rest heben wir uns wieder auf. Wenn wir dann noch mehr Seelenenergie plündern, können wir wieder was Ordentliches mit anstellen. Nicht? Ja. Okay. Wie sieht's mit den Bolzen aus? Blendbolzen aufstocken. Wichtig. Okay. Ausgerüstet, Granaten 5. Sniper, ja, immer noch keine Munition. Die Magnum, soll ich die ausrüsten? Nee. Ich denke, ich belasse sie erstmal so, wie es ist, also im Inventar, nicht ausgerüstet. Und wir können dafür ein bisschen Munition sammeln. Für die kleineren Gegner nehme ich sowieso die normale Pistole. Die Magnum hebe ich mir auf, wenn es wieder ins Eingemachte geht. Und bis dahin will ich volle Munition. Verstümmelte Leiche in Kanalisation gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Oha! Hat es Ruben alias Rubik etwa so gemacht?
sie einfach irgendwo entsorgt?